Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Cultures, die Entdeckung Wienlands. Wir sind in der vorletzten Mission, so viel kann ich schon verraten. Wir sind in Jamaika, auf einer idyllischen Insel in der Karibik, machen die Wikinger einen Zwischenstopp. Ich werde heute zwei Missionen mit einmal aufnehmen, weil die geht relativ schnell. Also, hallo, Start. Der heilige Stein, der Licht und Feuer versprüht. Von nichts anderem hatte der Oberpriester der Apotheken gesprochen als von einem Sonnenstein. Wir waren nur eine Armlänge davon entfernt gewesen, den sechsten Stein zu bekommen. Waren so kurz vor dem Ziel unserer Irrfahrt gewesen. Doch es hatte nicht sein sollen. Odin hatte uns nun für unsere Vergehen bestraft. Nun blieb uns nichts anderes übrig, als nach unseren Kameraden und dem Schiff zu suchen. Im Osten konnten wir bereits das Rauschen des Meeres hören. Auch der Weltnagel hatte die richtige Position. Wenn es Odins Wille war, mussten unsere Freunde irgendwo in der Nähe ihr Lager aufgeschlagen haben. Da wir uns im Feindesland befanden, suchten wir im Schutz der Nächte den Strand ab. Tagsüber hielten wir uns im Dschungel verborgen, um möglichst nicht von umherstreifenden Magierkriegern entdeckt zu werden. Es dauerte fast zwei Monde, ehe Thorfinn endlich in einer abgelegenen Bucht unseren Knab vor Anker liegen sah. Groß war unsere Freude, als wir endlich wieder mit Thorwald und den anderen vereint waren. Trotz der Gefahr, entdeckt zu werden, entfachten wir ein großes Freudenfeuer am Strand, um das alle bis zum Morgengrauen tanzten und feierten. Vater berichtete den anderen von unseren Abenteuern, die wir während der langen Reise erlebt hatten. Von den Gefahren und den Schlachten, die wir bestehen mussten. Und Großvater zeigte Thorwald voll Stolz die Sonnensteine, die wir erobert hatten. So ging es, bis der Morgen dämmerte. Danach wollten wir aber keine Zeit mehr verlieren. Sobald die Flut günstig war, stachen wir in See, Kurs Richtung Norden, den Apotheken hinterher. Die Strömungen der See waren gegen uns. Unser Schiff nahm kaum Fahrt auf, und viele Tage kreuzten wir vor der Küste, ohne unserem Ziel näher zu kommen. Als unsere Vorräte bereits knapp wurden, blähte ein frischer Wind die Segel und brachte uns zu einem kleinen Eiland, an dem wir landen konnten. Jo, jo. Jo. Thank you.
Jo. Vorstaut. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja? Ja, will? Nur Out.
Nun. Ja, will? Nun geht. Ja. Ja, okay. Ja, will?
Why don't? Why don't? Why don't? Why don't?
Thank you.
Die Einheimischen dieser Insel, die den Namen Jamaika trug, hatten uns sehr freundlich empfangen. Es dauerte nicht lange und wir hatten unsere Vorräte aufgefüllt. Etwas wehmütig nahmen wir wieder Abschied von der Insel, die das Heim der Götter auf Erden zu sein schien. So schön und fruchtbar war dieses Land mit endlosen Sandstränden und kristallklarem Wasser. Und immer hatte man den Eindruck, von irgendwoher Musik zu hören, die zum Tanzen anregte. Tja, ich glaube, die Folge war gerade ohne Ton, weil aus irgendeinem Grund habe ich vergessen, wieder den Ton anzumachen. Ja. Tut mir furchtbar leid. Also, wie gesagt, es ist, ja. Wenn ihr mit dem Krieg anfangt, haben die mit einmal haufenweise Soldaten. Es tut mir leid, dass diese Mission jetzt ohne Ton ist. Ich mache es einfach mal in einer Folge, dass es euch nicht passt. Ich lege anfangs was drauf, dass es mir leid tut. Wir machen einfach mal zwei Folgen, also... Bis gleich. Sorry, Leute. Sowas kann passieren. Ciao. Ja, es sind schon 3 Tage um.